Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute mit dem Büchermonat März, der so okay gelaufen ist. Also, ich habe es leider nicht geschafft, genauso viel zu lesen, wie ich mir Neuzugänge zugelegt habe. Das war ja noch ein bisschen offen in dem Neuzugänge-Video, denn es sind 13 Bücher gelesen worden und ich glaube, es sind 15 neue eingezogen. Also, Ziel so knapp verfehlt, leider. Ah, fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich hätte mir schon gewünscht, dass sich das so ein bisschen angleicht, aber ich habe es gegen Ende des Monats nicht geschafft, da irgendwo noch zwei Bücher unterzubringen. Und es ist eigentlich auch gar nicht schlimm, aber wir nehmen uns für den April vor, dass es wieder ein bisschen ausgeglichener ist. Also, 13 Bücher sind gelesen worden. Davon habe ich ein Highlight, ein Abbruchbuch und ein Flopbuch, die ich euch jetzt in dem Video nach und nach vorstellen werde. Ich habe 4.557 Seiten gelesen und 3.027 Minuten gehört. Gar nicht so schlecht. Und ich gebe dem Monat, wenn ich so ein bisschen meine eigene Sternenbewertung hernehme, 2,92 Sterne. Also ich sag mal so grob 3 Sterne. Und so fühlt sich tatsächlich der Märzmonat auch an. Eher so ein bisschen okay. Also mit natürlich jetzt irgendwie so einem Abbruch und einem Flop, aber natürlich auch einem Highlight. Wobei das Highlight, glaube ich, tatsächlich auch ein Reread war, wenn ich mich recht erinnere. Aber ja, was will man machen? Ich habe unter dem Monat schon zwei kleine Clips gedreht und die werde ich euch jetzt einfach mal dann mit einblenden. Ihr findet alle Bücher mit Zeitstempeln unten in der Infobox, auch immer dem Hinweis, ob es ein Rezensionsexemplar ist oder nicht. Ich verlinke auch immer mal andere Videos dazu, wenn sich das zu einem Video, zu einem Buch irgendwie ergibt. Und ja, schaut da gerne mal mit vorbei. Und jetzt gucken wir mal, was die noch, ich glaube, etwas optimistischere Steffi zu den ersten Büchern im Monat so ein bisschen erzählt hat. Wir sprechen jetzt über die ersten 5 Bücher im Monat März und beginnen mit dem Hörbuch Mein Leben in deinem von Jojo Moyes, welches ich nach 35% tatsächlich abgebrochen habe. Ich fand das Cover toll, ich fand den Klappentext spannend, zudem hat auch Anka relativ schnell zu diesem Buch gegriffen und geschwärmt und sie hat da, glaube ich, auch schon in ihrem Büchermonat drüber gesprochen und ja, war hier toller Worte und umso gespannter war ich natürlich, ja, was mich hier erwartet. Ich habe schon ein paar Bücher von Jojo Moyes gelesen. Ich fand nicht alle Highlights, habe auch, glaube ich, das ein oder andere ja nicht so gut gefunden und dann auch irgendwann nicht mehr weiterverfolgt. Aber hier hat mich gerade das Cover auch angesprochen. Die Sprecherin ist Luise Helm und ihr lausche ich super, super gerne und sie hat auch hier einen tollen Job gemacht. Also an ihr lag der Abbruch bei ja, knapp über einem Drittel definitiv nicht. Wir treffen hier auf zwei Frauen, die ganz unterschiedliche Leben führen, die nicht unbedingt auch so komplett zufrieden mit ihrem Leben sind und aber an ganz verschiedenen Stellen sozusagen stehen. Und die vertauschen unbeabsichtigt im Sportstudio ihre Sporttaschen. Zum einen haben wir hier Sam, die ist eine junge Frau, die einen stressigen Job hat, einen blöden Chef hat. Ihr Mann ja, zu Hause mit einer schweren Depression sitzt, der sie also auch nicht unterstützt. Sie hat auch noch ein pubertierendes Kind und alles ist in ihrem Leben eigentlich gerade blöd, überfordert sie. Und dann hat sie auch noch einen Hund, der ihr in die Wohnung macht. Und ja, sie ist einfach überfordert, überlastet und ja, hat keine Kraft mehr, irgendwie Empathie sozusagen auch für ihren Mann unter anderem mitzufühlen und sehnt sich eigentlich nach Me-Time und geht deswegen ins Fitnessstudio und findet dann eben die Tasche von Nisha. Und als sie diese Tasche aufmacht, sind da halt Louboutins drin. Waren es Louboutins? Ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Schicke Klamotten und ja, so wie sie sich dann umzieht, strahlt sie scheinbar viel selbstbewusster etwas aus und wird dann irgendwie auch erfolgreicher. Wir haben Nisha, der eben diese teuren Klamotten gehören. Dementsprechend ist sie auch ein Luxusleben durch ihren Ehemann gewöhnt. Und der ist aber irgendwie über irgendetwas verärgert, setzt sie vor die Tür, ohne ihr eine Begründung zu geben. Und sie kann auch nicht zu ihm durchdringen. Zudem findet sie ihm auch ihre Sporttasche nicht, muss in hässlichen Turnschuhen durch die Welt. Und ja, so kommt es, dass diese beiden eben irgendwie jetzt mit diesen Situationen umgehen müssen. Wir beide auch perspektivisch begleiten. Und irgendwann hatte ich einfach keine Lust mehr auf diese Frauen. Ich fand die Frauen so anstrengend, so nervig. Und ich habe nur noch mit den Augen gerollt und gedacht, wie kann man eigentlich so sein? Sprachlich fand ich die Geschichte durchaus gut erzählt. Es gab ein bisschen wenig Spannung. Man wusste nicht so richtig, wo das hinläuft. Zudem haben sich beide Frauen auch bis zu diesem, ja, guten Drittel noch nicht irgendwie getroffen, sind
Fragezeichen sich nicht begegnet. Man weiß also auch noch nicht so richtig, wo das irgendwie hinführen wird. Ich fand aber sehr schade, dass es kaum Unterschiede in den Charakteren gibt. Also beide wirken unsympathisch, unempathisch, wirken eigentlich nur vom Leben genervt, obwohl gerade bei Nisha ich eigentlich sagen würde, dass es da gar keinen Grund gibt. Und ja, ich fand beide einfach überhaupt nicht greifbar und ich hätte mir einfach mehr Unterschiede gewünscht in dem Denken, in dem Handeln. Ich meine, es sind zwei Frauen, die komplett andere Leben führen. Da kann man mir einfach nicht erzählen, dass die gleich denken, gleich fühlen und gleiche Themen irgendwie haben. Glaube ich irgendwie nicht. Und dass die gleichen Wörter verwendet werden. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht beim Zuhören auch besser gewesen wäre, irgendwo zwei Sprecherinnen zu haben, damit man die Charaktere auch beim Hören ein bisschen abtrennen kann von der Geschichte. Aber gut, ich glaube auch, dass die Sprache einfach so allumfassend irgendwo war, dass man sich da dagegen entschieden hat. Die Probleme von Sam fand ich tatsächlich sehr realistisch. Ich glaube wirklich, dass das ein Problem sein kann, wenn der Ehemann, die Ehefrau, der Partner, das im Leben sozusagen in eine Depression fällt, dass es nicht einfach ist, dass ein pubertierendes Kind Probleme macht, dass man einen blöden Job haben kann, einen nervigen Chef haben kann. Ich kann das alles verstehen, aber ich fand sie wahnsinnig unsympathisch. Also alleine, wie sie immer über ihren Mann gedacht hat, der eben mit einer Depression zu Hause sitzt, dass sie da nicht selbst irgendwie drauf kommen zu Beginn, dass sie total genervt ist von ihm, dass sie auch gar keine Kraft, und das kann ich sogar verstehen, hat, ihm irgendwie zu helfen, aber ihm zumindest vielleicht dazu aufzufordern, sich Hilfe zu holen, das fand ich schade. Zum einen sind das ja auch wirklich erwachsene Frauen, die im Leben stehen, die weit über 30 sind, wo man einfach denkt, vielleicht ist da auch meine Erwartungshaltung falsch, das könnt ihr mich gerne korrigieren, und denkt, die haben schon so viel in ihrem Leben auch erlebt und da agiere ich doch anders als zum Beispiel, wenn ich noch 16 Jahre bin und noch nicht irgendwelche Dinge erlebt habe, vielleicht auch noch keine Krisen durchlebt habe und so weiter. Also ich fand das tatsächlich ein bisschen schwierig. Bei Nisha konnte ich die ganze Situation überhaupt nicht verstehen, warum ihr Mann sie vor die Tür setzt, warum sie das überhaupt nicht so richtig greifen konnte, warum sie nicht durchgekommen ist. Und dann habe ich nicht verstanden, warum sie nicht die Polizei anruft. Das kann man natürlich vielleicht irgendwie hinterfragen, dass sie vielleicht nicht legal in diesem Land ist. Wobei, wenn ich mit jemandem aus dem Land verheiratet bin, habe ich da nicht sowieso eine Aufenthaltsgenehmigung. Ich habe das nicht verstanden. Mich, wenn jemand vor die Tür setzt aus meiner Wohnung oder aus unserer Wohnung, unserem Haus, unserem Apartment, dann rufe ich die Polizei und lasse mich da hinein. Ich hole mir meine Klamotten und dann gehe ich egal wohin. Aber mir stehen gewisse Dinge zu. Und das ist auch, denke ich zumindest, in jedem anderen Land ist so, auch in dem Land, wo Jojo Moyes lebt. Und ich verstehe nicht, warum ich da nicht die Polizei anrufe, warum ich mir sogar noch einen blöden Job irgendwo suche, damit ich irgendwie über die Runden komme. Auch dieses ständige Gejammer, es hat mich einfach nur genervt. Es war sehr oberflächlich auch in den Themen so ein bisschen erzählt. Ich fand es ganz gut, dass es eine Wendung beim Mann von Sam gibt und dachte, okay, das ist zumindest die richtige Entwicklung. Es wirkte wie für mich wie so ein Chick-Lit-Roman und sowas mag ich einfach überhaupt nicht mehr, sowas lese ich nicht mehr. Und es hat sich auch irgendwie so, das waren manchmal so die Geschichten aus den 2000er Jahren und so hat sich das ein bisschen angefühlt. Und ich fand es einfach nur nervig, ich war einfach nur total, ich war einfach nur genervt. Und ich dachte mir irgendwann, warum sprichst du nicht mit deinem Mann, warum sprichst du nicht mit deinem Chef, warum redest du nicht mit der Polizei, warum suchst du dir eigentlich einen Anwalt, wo du weißt, du kannst ihn nicht bezahlen, was soll das eigentlich alles? Und da wackelt die Kamera. Und ich habe es nicht verstanden. Ich war so angenervt, dass ich dachte, ich habe einfach keine Lust. Wollt ihr eine positive Rezension? Ich packe euch das Video von Anka mal unten in die Infobox. Schaut ihr beim Schwärmen gerne zu. Mich konnte das Buch leider nicht abholen. Auch das nächste Buch ist so ein verschenkter Potenzialkandidat. Air Awoken von Elisa Kova ist der Auftakt einer fünfteiligen Reihe. Jetzt glaube ich, der zweite Band ist im März dann auch erschienen. Ich habe das Cover einfach großartig gefunden. Gab damals auch so eine kleine Karte mit dazu. Natürlich hat das Buch auch einen coolen Buchschnitt. Bin ich nicht ganz so anfällig, aber war natürlich ein nices Gimmick. Und mich hat das Buch damals einfach angesprochen. Und es war irgendwie Fantasy, ich hätte vielleicht drüber nachdenken können. Ich glaube, dadurch, dass Valla nicht so alt ist, dass das doch eher in eine Jugendbuchrichtung geht und dementsprechend sind dann Komponenten drin, die ich nicht so gut finde und so war es dann tatsächlich auch. Ja, wir treffen auf Valla. Sie ist eine Elevin in der Bibliothek von Solaris. Das ist auch die Solaris-Reihe, also das ist sozusagen das Land, das Königreich, in dem es spielt. Und sie ist ein totaler Büchernarr, liebt vor allem auch alte Bücher, um aus diesen zu lernen und liest hier wirklich so viel, wie sie kann. Sie möchte sich ganz viel Wissen aneignen. Sie
hat auch Pläne für die Zukunft und sie hasst Magie. Doch eines Nachts kommt der Kronprinz Aldrich verwundet in die Hauptstadt zurück und mit einem Mal erwacht Magie in Valar. Und sie selbst ist eben eigentlich gar nicht darauf vorbereitet, dass sie Magie mitführt. Sie ist dagegen, sie möchte sie nicht, sie bekämpft sie. Und erzählt uns aber dann natürlich in dieser Geschichte, dass es eben vier Magierarten gibt. Wir haben die Feuerzähmer im Westen, die Wasserwandler im Süden, die Erdgebieter im Norden und eben auch die Windläufer im Osten. Allerdings gibt es die seit mehr als 150 Jahren nicht mehr, bis wir eben Valar treffen. Und sie verleugnet anfangs noch ihre Magie und sie will damit eben auch gar nichts zu tun haben und merkt aber dann doch irgendwie, dass sie das gar nicht verhindern kann und sie sich den Veränderungen, die sie nicht möchte in ihrem Leben, aber irgendwie hingeben muss. Ich fand die magische Welt sehr fantasievoll erzählt. Ich mochte die Magie, das System, ich mochte, wie das im Grunde sich entfalten kann. Das fand ich richtig gut und das hat mir auch Solaris näher gebracht und eben auch die Magiearten. Es war nicht immer ganz bildhaft, vieles konnte man sich nicht vorstellen, aber ich fand, dass die Informationen absolut ausreichend waren, gerade wenn man dann so ein bisschen denkt, dass das ein Jugendbuch ist, dass das gut ist. Es waren eben auch nicht so viele Längen, man schweift hier eben nicht extremst aus, sondern ist eben zack, zack irgendwie bei den Themen und das fand ich tatsächlich auch richtig, richtig gut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Valar war für mich aber, ich habe es irgendwie nicht mit Frauen in Büchern, Valar war für mich eine sehr schwierige Protagonistin, die ich überhaupt nicht verstanden habe. Also da waren so viele Dinge, die sie irgendwie zu einem Problem gemacht haben, die für mich aber noch gar nicht klar war. Und sie hatte auch gefühlt immer ein anderes Problem und ich verstand gar nicht, wie kommen wir denn überhaupt dahin. Ich verstehe ihre Angst gegenüber der Magie nicht, warum sie sie abstreitet, warum sie so verhasst darauf ist. Das war für mich irgendwie ein Rätsel, das wurde nicht gut erklärt. Das war irgendwie ein Thema in ihr, mit sich selbst, mit ihrer Welt und irgendwie konnte ich das als Leser gar nicht ergreifen. Zudem wirkte sie für mich auf ihre 18 Jahre doch sehr kindisch. Und das ist ja gerade eigentlich ein Alter, wo man als 18-Jährige sagt, so, ich möchte zu den Großen gehören, ich möchte vielleicht sogar ein bisschen mehr sein, als ich bin. Und sie hat sich aber eher so klein gemacht, so kindlich gemacht. Und das hat für mich nicht zum Charakter der Valar irgendwie gepasst. Und auch ihre Fragen und Gedanken, das war wahnsinnig naiv und es wirkte einfach nicht realistisch. Und ja, jetzt sind wir in der Fantasy-Welt, aber das hat mir nicht gut gefallen. Zudem gibt es dann auch noch Liebesgeschichten. Ach, und die hätte es für mich einfach nicht gebraucht. Ich bin ja eine 18-jährige junge Frau, ich entdecke in mir Magie und dann führe ich flirty Gespräche mit verschiedensten Jungs und rege die auch noch dazu an, dass sie zu zweit oder zu dritt an mir interessieren. Ich kann das nicht mehr lesen, ich kann das nicht mehr ertragen. Ich bin da wirklich sowas von genervt und ich habe auch ihr einige Male die Augen gerollt. Und wäre das nicht so eine coole Fantasy-Welt gewesen, ich dachte, jetzt muss doch irgendwas passieren, hätte ich das Buch vielleicht auch eher schon abgebrochen. Also es gab so zwei, drei Momente, wo ich dachte, das ist das jetzt denen ihr Ernst. Aber es gab halt auch sehr viel Positives und aber es war halt die Magie und die Welt, die mich so dabei gelassen haben. Aber diese ständigen Love Stories und ich kümmere mich jetzt um meinen Liebespartner, bevor ich mich mal um mich kümmere und um, juhu, ich kann Magie wirken. Also das finde ich ganz anstrengend. Also ich hoffe, wobei wahrscheinlich ist es bei Katastrophen so, dass die Menschheit das irgendwie im echten Leben anders machen. Zudem fand ich auch die Erzählperspektive an manchen Stellen sehr, sehr schwierig, nicht so richtig gut gewählt. Es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Geschmackssache, beziehungsweise wahrscheinlich auch eine Frage, wie die nächsten Bände weitererzählt werden. Denn es wäre, glaube ich, schon spannender gewesen, wenn wir die Perspektive ein bisschen anders eingenommen hätten. Der Start war wirklich sehr spannend, es hat Spaß gemacht, dann ebbte das Ganze aber doch ein bisschen ab. Und das letzte Drittel, wo ich dann so drauf gewartet habe, dass noch etwas passiert, hätte für mich auch noch ein bisschen spannender sein können. Auch das Ende, was ja per se eigentlich vielleicht sowas Aufregendes haben müsste, damit man zu Band 2 greift, war für mich total merkwürdig. Habe ich überhaupt nicht so richtig verstanden, wieso die Charaktere so handeln, wieso sie so ein Verhalten an den Tag legen. Und
Ja, ich werde Band 2 nicht lesen. Also ich fand es für einen Reihenauftakt schon schwach, weil eigentlich muss der mich ja packen, damit ich dranbleibe und vielleicht auch bei einem schwächeren zweiten Band sage, aber der erste war so gut, ich lese auch noch Band 3. Vielleicht hätten auch manche Kürzungen, obwohl das Buch schon nicht sehr ausführlich war, gerade in dieser ganzen Love Story gut getan, vielleicht hätten wir die einfach gestrichen. Ja, ich glaube, für ein Jugendbuch, für Jugendliche, vielleicht so irgendwas zwischen 12 und 18, ist das vielleicht eine ganz schöne Berührung mit der Fantasy, um da einfach mal zu starten. Aber für jemanden wie mich, jetzt bin ich wirklich auch wahrscheinlich einfach nicht die Zielgruppe, die so viel Fantasy liest, auch Dark Fantasy, High Fantasy, war es einfach nichts. Und ich mag es, glaube ich, auch einfach nicht mehr lesen. Also ich glaube, ich muss mal meinen Sub nach Jugend-Fantasy absuchen, weil ich merke, dass ich da zunehmend auch irgendwo genervt bin. Aber gut, es ist manchmal, wie es ist. Ja, dann kommen wir zu einem E-Book, das ich zusammen mit der lieben Becky gelesen habe, und zwar von Lauren Laney, Manhattan Love Story. Lauren Laney hat ja, ich glaube, vor 2 Jahren die Passion in Paris-Reihe geschrieben, wo es um den Mann geht, der stirbt und er hinterlässt eine Ehefrau, eine langjährige Geliebte und eine Affäre. Und wir haben die Reihe schon zusammen gelesen und hatten sehr viel Spaß und haben uns so auch auf Manhattan Love Story gefreut. Ja, die Trilogie ist uns in sehr lebendiger Erinnerung gewesen und mich hat auch hier das Cover sehr angesprochen. Und ja, wir treffen hier auf Gracie, die ja im Grunde den Traum ihres verstorbenen Vaters weiterlebt. Er hat zusammen mit ihrer Mutter einst einen Champagnerladen in New York City eröffnet und das ist jetzt im Grunde das Familienunternehmen, das Familienladen, und sie führt das jetzt im Grunde nach dem Tod ihres Vaters auch weiter. Sie hat noch eine Schwester, die sich aber nicht so richtig dafür interessiert, und einen Bruder, der sogar weggezogen ist, und alle wollen zwar irgendwie dieses Familienunternehmen halten, aber ja, keiner will so richtig was dafür tun. Dann treffen wir aber, und so muss es natürlich kommen, auf den reichen Millionär, der ihr ein Angebot unterbreitet, was sie erst abschlägt. Und dann aber kommen beide sich doch so ein bisschen näher. Gracie hat aber noch eine etwas komplizierte Beziehung mit jemandem, den sie auf einer Flirt-Plattform kennengelernt hat. Und zwar ist das eine Plattform, wo man sich eben nicht sieht, wo es keine Fotos gibt, sondern man sich nur schreibt. Und ja, da führt sie eine Beziehung, eine besondere Freundschaft. Ich setze das alles in Anführungszeichen, weil es für mich weder eine Beziehung noch irgendwie eine Freundschaft sein kann, wenn ich nur ganz kurze Textnachrichten irgendwie alle 2 Tage schreibe. Aber das ist nochmal was anderes. Und ja, da fühlt sie sich eigentlich so ein bisschen hingezogen, obwohl sie eben den nicht kennt. Und wir merken aber recht schnell, ja, wie sich das so ein bisschen zusammensetzt. Es ist eine ganz schöne Geschichte mit definitiv viel zu wenig New York City, mit zu wenig Manhattan und viel zu viel Champagner. Das muss ich ehrlich sagen. Ein bisschen weniger Champagner wäre gut gewesen und dafür hätte ich gern ein bisschen New York-Feeling gehabt. Also ein bisschen Sex and the City-Feeling oder wie es so viele Bücher auch einfach gibt. Das ist hier zu viel, zu kurz gekommen. Wir hätten auch irgendwo in der Bretagne sein können und hätten dort eben einfach Wein, einen Weinladen gehabt. Also das hätte keinen Unterschied gemacht. Gracie ist eine junge Frau, die per se schon recht sympathisch ist, mit der man auch so ein bisschen mitfühlen kann und mitgeht. Denn in ihr schlummert auch eben etwas ja, Künstlerisches und das hat wirklich Spaß gemacht, so ein bisschen mitzuerleben. Und man wird da in einem locker, leichten Stil durch diese Geschichte auch gebracht. Es war sehr modern, ich fand die Dialoge sehr angenehm, auch sehr realistisch. Es fehlt nur, wie so häufig in Liebesgeschichten, einfach an Kommunikation. Und auch hier haben wir ein Thema, was bei mir zu Augenrollen führt, wo ich denke, sprecht doch bitte miteinander. Bitte fängt einfach jemand an und redet. Und jetzt bin ich vielleicht per se einfach eine große Quasseltante und rede sehr gerne mit jedem auf dieser Welt. Könnte man meinen. Aber das ist immer so ab einem gewissen Punkt, wenn ich keine schüchterne 14-Jährige mehr bin. Und vor allem ist auch Gracie nicht unbedingt jemand Introvertiertes, wo man auch noch sagen kann, okay, sie kann nicht aus ihrer Haut, sondern sie ist zu vielen anderen sehr offen, sehr nett und tut sich auch leicht, Bekanntschaften zu schließen, aber in den richtigen Momenten vergisst sie dann irgendwie, dass sie da eigentlich was sagen müsste. Und ich habe es vorhin schon so in Anführungszeichen gesetzt, ich finde es ganz schwierig, wie sie diese Online-Bekanntschaft wertet, also dass sie da von einem vertrauten Partner spricht, von einer tollen Freundschaft, und ich mir denke, ach, so wie ich das mitkriege, schreibt ihr 2-mal kurze Nachrichten irgendwie in euren Chat und das nennst du jetzt schon einen Vertrauten und einen Freund. Also ich fand das viel zu drüber. Ich dachte wirklich, das kann doch nicht dein Ernst sein, dass du daraus eine komplizierte Beziehung machst. Das ist noch nicht meine Beziehung. Ihr kennt euch doch gar nicht. Aber in Zeiten der digitalen Welt
Vielleicht kann man auch Beziehungen mit jemandem führen, den man weder gehört noch gesehen hat und eigentlich nur alle 2 Tage mal eine Textnachricht schreibt. Also das fand ich tatsächlich ein bisschen schwierig, wie hier die Wahrnehmung war und wie sie das auch im Grunde so ein bisschen gewertet hat. Es ist eine lockere, leichte Liebesgeschichte, die eben irgendwie New York im Thema hat, aber begeistert hat sie mich nicht. Ich fand es ganz okay, es hat mich gut unterhalten, ich habe Schmunzelmomente gehabt, es gab auch 2, 3 tiefgründigere Themen und ich mochte vor allem ein Zitat, da erzählt jemand, ich weiß gar nicht, war eine Freundin von Gracie, ihr von 2 Geschichten, die sich, ich glaube, auch aus so Internetbekanntschaften ergeben haben und die sind halt nicht so gut geendet. Und dann sagt Gracie irgendwie, ja, dann sind es aber doch gar keine schönen Geschichten. Und dann bekommt sie zur Antwort, doch, es sind schöne Geschichten, sie haben eben bloß kein Happy End. Und das fand ich so schön und das war sowas Tiefgründiges in diesem lockeren, leichten Buch, wo ich wirklich dachte, so ist es doch im Leben. Also man hat schöne Geschichten, die halt am Ende nicht immer zu einem Happy End führen, aber deswegen war ja der Weg trotzdem schön. Das ist ja wie in einer Liebesgeschichte, wo man ja gerne sagt, man weiß ja, es gibt ein Happy End und dann ist der Weg das Ziel. Und so ist es ja im Grunde auch, dass eben manchmal die Wege schön sind und eben das Ende vielleicht einfach nicht, weil man auseinandergeht, weil es sich nicht so ergibt, wie man möchte oder auch immer. Aber deswegen kann der Weg dahin ja eigentlich was Schönes gewesen sein. Und in Freundschaften oder wenn man oder im Leben hat ja sowieso erstmal nichts unbedingt ein Ende, ne? Weil Freundschaften gehen ja auch über gewisse Punkte hinweg und hinüber. Und ja, aber das fand ich tatsächlich ganz schön, aber ja, es war okay, ist jetzt aber nichts, wo ich sagen würde, das ist irgendwie ein Highlight und ja, muss man gelesen haben. Dann ein Buch, was mal eine Empfehlung von der lieben Adriana Popescu war. Ich glaube, in ihrem Adventskalender-Blog aus dem Jahre 21. Deine Juliet von Mary Ann Schaeffer und Annie Barrows. Ich hatte das irgendwie so im Regal stehen, stand ein bisschen davor und dachte, ja, jetzt ist die Zeit für dieses Buch. Es gibt dazu auch eine Verfilmung, habe ich gesehen. Und ja, dementsprechend wurde es Zeit. Wir haben hier eine Geschichte, die in reiner Briefform erzählt wird. Und wir treffen auf die Autorin Julie Ashton. Sie schrieb unter Pseudonym während des Zweiten Weltkrieges eine ja etwas komischere Kolumne. Und ja, brachte damit eben die Menschen auch während dieser düsteren, dunklen Besetzungszeit zum Lachen. Die Kolumnen wurden nun ja, als Buch veröffentlicht und sie soll im Grunde auf Lesereise gehen. Sie ist aber von der Idee gar nicht so begeistert, denn auch sie hat einige Opfer in diesem Krieg gelassen. Unter anderem ist auch ihr Zuhause zerbombt worden und sie fühlt sich jetzt gerade gar nicht so motiviert, da irgendwie auf lustige Lesereise zu gehen. Doch dann erhält sie einen Brief von einem Bauern aus der Insel Guernsey. Ich glaube, ich spreche es wieder falsch aus. Seht ihr eben von älteren Büchern, die er gefunden hat und die eben auch von der Besatzung seiner Heimat und ja, was eben die Kanalinseln sind. Und er berichtet dafür sehr viel und ja, da bekommen die beiden so ein bisschen in diesen Briefaustausch, in die Gespräche und es gibt eben in seinem Städtchen auch einen Literaturclub und das weckt dann eben auch das Interesse von Juliet und ja, so macht sie sich dann doch auf den Weg, beziehungsweise ergibt sich daraus dann eben der hier im Buch enthaltene Schriftwechsel aus verschiedensten Perspektiven von verschiedensten Menschen an alle irgendwie untereinander. Und diesen Briefen folgen wir dann im Grunde. Und wir bekommen tatsächlich durch diese Briefe, durch die persönlichen Gedanken, sehr viele Informationen zur damaligen Nachkriegszeit. Aber auch hier sind es sehr viele ähnliche Stile gewesen, viele Gedanken und man hat wirklich das Gefühl, dass alle zur gleichen Zeit die gleichen Gefühle haben, die gleichen Dinge, die sie beschäftigen und die gleiche Art, sich auszudrücken. Und ich bin einfach davon auch, das ist wirklich so die Genervt-Woche, ich bin davon so ein bisschen, oder der Genervt-Monat, ich bin davon wirklich, ich frage mich, warum, wenn ich schon Briefformen wähle, ich muss doch irgendwo, schreibt ein alter Mann anders als eine junge Frau, eine ältere Frau schreibt anders als ein pubertierender Junge und so weiter. Und das muss man doch irgendwie einpacken, wenn ich so eine Geschichte wähle. Und es gibt so viele Beispiele, wo das wunderbarst funktioniert, hier leider nicht. Aber die verschiedensten Briefe eben von Juliet und an Juliet, da ist dann auch der Verleger dabei und eben auch verschiedenste Personen aus dieser Kanalinsel und dadurch bekommt man wirklich einen historisch guten Eindruck. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das geschichtlich wirklich alles richtig ist, aber man kann sich vorstellen, dass die Nachkriegszeit eben so war oder zumindest so ja, wahrgenommen wurde und man bekommt hier wirklich gut die Geschichten und die Schicksale erzählt.
Sprachlich merkt man deutlich, dass man schon in den 90er, 40er Jahren ist. Das war nicht immer ganz einfach, dem allen so zu folgen. Da merkt man schon, dass ich zumindest bemüht wurde, der Sprache der damaligen Zeit ein bisschen nachzukommen. Die Charaktere haben mich aber leider auch nicht so richtig überzeugt. Wobei, ja, sie halt alle sehr austauschbar einfach waren. Und das fand ich ein bisschen schade. Zudem wurde es an mancher Stelle auch ziemlich kitschig, wo ich dachte, das habe ich halt nicht so ganz eigentlich erwartet. Aber mir hat es tatsächlich ganz gut gefallen. Es war auch okay, weil ich diesen historischen und das damalige von der damaligen Zeit erzählende eigentlich ganz schön fand. Ich habe halt mein Problem immer wieder mit Büchern, die im Zweiten Weltkrieg spielen oder überhaupt zu Kriegszeiten und eben auch in der Nachkriegszeit, vor allem wenn wir sie dann auch noch aus ja, einem anderen Land lesen, die sich dann halt oft auch ja, so fühlen. Ja, finde ich manchmal ein bisschen schwierig, da so ein bisschen da reinzukommen. Alles in allem war es okay, es war ganz schön, hatte für mich aber eben auch einfach die Kritik, dass zu viele Menschen ähnlicher Sprache sich bedient haben und zu viel einfach ähnlich war. Und ich wüsste halt auch nicht, ob es historisch wirklich so korrekt in irgendeiner Art und Weise war. Aber es war ganz okay, aber ist jetzt kein Buch, was für mich ein Highlight oder ein Must-Read ist oder was gar auch irgendwie hier noch Platz finden wird. Und das letzte Buch ist dann ein Hörbuch, was ich ja, eben beendet habe. Und zwar ist das der vierte Teil der Harry Potter-Reihe von J.K. Rowling, Harry Potter und der Feuerkelch. Und ich bin da ja mitten im Leseflow bzw. im Hörflow. Und ich werde jetzt aber meine Harry Potter-Pause machen, weil ich zwei, drei Hörbücher auf meinem Sub habe, die ich einfach so spannend finde, dass ich sie jetzt auch einfach mal dazwischen hören möchte und auch hören muss, weil ja, ich bin einfach so neugierig. Ich glaube, zu Harry Potter und meiner Liebe dazu muss man gar nicht mehr so viel sagen. Ich bin ein großer Fan dieser Reihe. Ich mag die Hörbücher von Rufus Beck vertont einfach super, super gerne. Und beim vierten Band und dem Feuerkelch sind wir ja zum einen auf der Quidditch-Weltmeisterschaft, was ich großartig in den Büchern umgesetzt finde. Und zum anderen haben wir auch das Trimagische Turnier, was einfach toll ist. Aber es gibt so zwei, drei Logiklücken, die einem wahrscheinlich beim ersten Mal lesen nicht so auffallen, aber über die ich immer wieder jetzt auch noch schmunzle. Das eine, ohne zu spoilern, betrifft Moody und so das ein oder andere, was da einfach keinen Sinn macht, wenn man am Ende einfach so eine Auflösung dazu hat. Und das sind manchmal schon so Dinge, wo ich denke, finde ich ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube, man kann so eine große Welt auch einfach nicht ohne Logiklöcher wahrscheinlich irgendwie aufmachen. Aber alles in allem bin ich auch ein großer Fan des vierten Teiles. Der ist natürlich schon sehr düster und wird auch schon gerade dann gegen Ende sehr, sehr brutal. Und da sind wir, glaube ich, dann aus dem Kinderbuchalter irgendwie raus und sind zumindest im Jugendbuch angekommen. Und ja, das ist dann schon, also ich weiß noch, wie gruselig ich das damals fand. Und ich glaube, das ist ja auch schon, also da war ich, glaube ich, schon 20, als der vierte Teil rauskam. Und ich habe mich da gegruselt, vielleicht ein bisschen unter drunter. Ich weiß gerade gar nicht, wann der vierte erschien, aber ja, aber ich liebe diese Reihe und ich liebe auch den vierten Teil. Und wie gesagt, es gibt so zwei, drei Dinge, wo ich denke, naja, ob das so ja, passt geschichtlich nicht ganz. Gerade der eine Logikfehler führt sich dann halt auch noch durch die weiteren Bände durch und ich denke, das macht eigentlich gar keinen Sinn, aber ja, es ist wie es ist. Lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Vielleicht würde es J.K. Rowling jetzt auch anders machen oder auch nicht, wenn man ihr das erzählen würde. Aber ja, alles in allem ein Highlight. Ich liebe diese Reihe. Ich höre sie immer wieder und freue mich jetzt auf den fünften Band, wenn ich ihn denn vielleicht im Mai, Juni lese und werde dann auch ja, die illustrierte Ausgabe dazu mit durchblättern. Die habe ich ja neu zu Weihnachten bekommen und da freue ich mich dann auch drauf auf diesen visuellen Eindruck dazu. Und ja, das waren die ersten fünf Bücher. Jetzt macht die Zukunft Steffi weiter mit den weiteren Büchern im März. Weiter geht es mit fünf noch gelesenen Büchern und zwar beginnend sozusagen Buch Nummer 6 in diesem Monat: Unsere Zukunft, Flirt am Horizont von Adriana Popescu. Ich bin ein großer, großer Fan von Adriana, egal ob es ihre Jugendbücher sind, ob es ihre Liebesgeschichten sind, ob es ihre Lebensgeschichten sind und ich lese ihre Bücher unglaublich gerne. Ich habe auch, soweit ich weiß, so ziemlich alles von ihr gelesen. Ich glaube, so mit einer Ausnahme, was noch auf dem Sub liegt. Richtig, ein Mia Newman Buch, nämlich das erste unter dem anderen Pseudonym. Hier haben wir ein neues Jugendbuch, was mir auch vom CBJ Verlag, nein, CBT Verlag zur Verfügung gestellt wurde. Und wir treffen in dieser Geschichte auf drei Jugendliche, auf Lia, Simon und Martin. Und
Diese drei Jugendliche haben alle so ein bisschen ein schwereres Päckchen in ihrem Leben zu tragen. Es sind ganz unterschiedliche Themen, die sie bewegen, die sie dazu gebracht haben, Dinge zu tun, die ja im Grunde nicht so richtig gut waren. Und so treffen sich diese drei dann im Altenheim Schattige Pinie, um dort Sozialstunden abzuarbeiten. Zumindest treffen wir dort Lia und Simon, die auch uns im Grunde ihre Geschichte dazu schon relativ früh zu Beginn erzählen. Und sie treffen eben auf Marcin und er erklärt ihnen, wie dieses Leben hier funktioniert, was sie zu tun haben, was ihre Arbeiten sind, wie sie mit den alten Menschen umzugehen haben. Und so lernen sich die drei eben auch relativ gut kennen und dennoch laufen natürlich ihre Leben im Normalen auch sozusagen weiter. Also auch die Schule und ihre Pläne und die Familien und natürlich läuft da das Leben weiter. Wir haben hier also den Einblick und auch die Perspektive dieser drei Jugendliche. Gleichzeitig erleben wir natürlich auch ein bisschen, was ihnen im Altenheim Schattige Pinie so ein bisschen passiert, was da für Themen sind. Und das ist ganz schön, weil Goldene Zeiten im Gepäck hat ja auch in der Schattigen Pinie begonnen. Und ich glaube auch jetzt das nächste Buch, was im Pieper Verlag von Adriana erscheint, wird sich auch um die Schattige Pinie drehen. Und jetzt ist Adriana genauso ein Golden Girl Nerd wie ich, denn die Schattige Pinie war ja das Altenheim bei den Golden Girls, in das Sophia gebracht wurde und Dorothy sie dann im Grunde da auch immer mal wieder bedroht hat, dorthin zu bringen. Also für alle, die sich vielleicht fragen, wie kommt man auf die Schattige Pinie, das ist ein Verweis auf die Golden Girls. Wir haben hier ein sehr ernstes Jugendbuch, wie ich finde. Zumindest sind die Themen schon sehr ernst, die sich hier natürlich so ein bisschen mit den verschiedenen Alltagsthemen zum einen beschäftigen, was Jugendliche umtreibt, was Schwierigkeiten sind, was eben auch passiert, wenn man irgendwie auf die schiefe Bahn gerät, wie es zu den Sozialstunden kommt. Also wir haben hier schon ernste Geschichten bei den Jugendlichen, aber Adriana schafft es, diese Geschichten trotzdem locker und leicht rüberzubringen. Es ist an mancher Stelle schon ein bisschen schwer und auch ein bisschen, fast zu ernst, würde ich sagen. Und das hat mir am Anfang tatsächlich so ein bisschen den Einstieg in die Geschichte auch erschwert, weil ich fand, dass es doch sehr distanziert anfangs war. Auch war das Gleichgewicht der Erzählperspektiven, Erzählstränge nicht ganz ausgeglichen und ich hatte da so ein bisschen meine Probleme, zu allen dreien gleichzeitig irgendwie eine Verbindung zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch so mein Kritikpunkt, warum die Geschichte nicht ganz so ein Highlight wurde, weil ich doch die ersten 100 Seiten ein bisschen schwierig fand, ein bisschen unausgeglichen fand und mir der Draht so zu diesen drei Jugendlichen ein wenig gefehlt hat. Die Dialoge und überhaupt auch wie die drei Jugendlichen agieren, wirkt für mich sehr authentisch. Die Dialoge sind modern und haben auch Themen, die man einfach sich vorstellen kann, dass das Jugendliche auch beschäftigt, dass sie sich darüber unterhalten. Und für mich hat diese Geschichte schon auch ausgemacht, dass sie einfach sich sehr echt angefühlt hat, sehr authentisch, dass man hier wirklich Jugendliche hat, die man eben auch einfach so irgendwie an der Ecke hätte treffen können. Und das hat mir gut gefallen. Zudem fand ich richtig schön, wie dargestellt wurde, wie die drei auch mit den alten Menschen, den Einwohnern des Altenheims umgegangen sind, wie da auch Probleme angesprochen wurden, mitgenommen wurden, wie das auch so thematisiert wurde. Das fand ich sehr, sehr gelungen und das ist auch alles sehr nachvollziehbar beschrieben. Also das ist wirklich eine Kunst von Adriana, es wirklich auch zu schaffen, dass ernste Themen trotzdem locker und leicht rüberkommen, aber eben trotzdem an Ernsthaftigkeit nicht verlieren. Und das hat dieses Buch auch wieder geschafft. Der Einstieg war für mich nicht ganz so einfach und ich wüsste auch nicht, ob ich das Buch jetzt wirklich Jugendlichen grundsätzlich empfehlen würde, weil einer 16-jährigen Steffi hätte ich dieses Buch wahrscheinlich nicht in die Hand gedrückt. Für mich wäre es zu ernst gewesen und auch Themen, die mich in meiner Jugend überhaupt nicht so angesprochen haben, weil sie auch in meinem Umfeld gar nicht aktuell irgendwie waren. Und ich glaube, ich hätte es vielleicht tatsächlich so ein bisschen, da reden wieder Erwachsene über uns Jugendliche, so ein bisschen gesehen. Aber nicht mit erhobenen Zeigefinger, das schafft Adriana auf jeden Fall, dass man nicht dieses Gefühl hat. Aber für Jugendliche finde ich vielleicht die Themen auch einfach ein bisschen schwer. Und auch drei Perspektiven und somit drei Geschichten in einer zu erzählen, das ist schon eine Herausforderung, die sie, also Adriana, tatsächlich gut hinten raus dann auch umgesetzt hat. Der Anfang war für mich ein bisschen schwer. Also daher leider nicht das erhoffte Highlight, aber ganz, ganz, ganz nah dran mit zwei, drei kleinen Punkten, die ich zu kritisieren habe. Aber dennoch mag ich den Stil von Adriana und freue mich sehr auf das Goldkehlchenbuch, das dann im April, glaube ich, auch schon erscheint.
Parallel habe ich dann schon die Wallflowers gehört von Lisa Kleypas. Das ist ein Buch, von dem Buchling Janine sehr geschwärmt hat und ich dann diese Buchreihe auch bei zwei, drei anderen entdeckt habe. Und gesprochen wird das Buch von Jessim Maisheit. Fand ich eine absolut solide Sprecherin, ist nichts negativ aufgefallen, konnte man sehr gut zuhören. Es handelt sich wohl irgendwie um ein Makeover einer Reihe, die schon etwas älter ist und damals auch im Cora Verlag erschienen ist, ähnlich wie bei Bridgerton. Und natürlich lässt Bridgerton hier auch grüßen und das war für mich auch der Grund, zu dieser Buchreihe zu greifen, weil ich Bridgerton als Serie unglaublich gerne mir anschaue, ich das wirklich toll finde, ich die verschiedensten Einflüsse da drin auch richtig schön finde. Für mich hat ja Bridgerton zum Lesen nicht ganz so funktioniert. Ich fand den ersten Teil ja nur so okay. Die Serie war auf jeden Fall besser und ich habe auch hier einfach gehofft, dass mich diese Reihe begeistert und ich dann diese vier Bände, glaube ich, werden es dann auch durchsuchten werde. Ich habe so meine Probleme mit dem Buchcover. Ich muss das ehrlich sagen, ich blende es euch ja hier ein. Ich verstehe nicht, warum man irgendwie, ja, es war mal eine Zeit lang modern, Gesichter zu sehen, dann die Menschen von hinten und jetzt zeigen wir sie irgendwie nur noch Kopf abwärts. Finde ich ein bisschen strange, muss ich wirklich sagen. Ich bin auch kein Fan von diesen Buddha-Darstellungen, wenn man irgendwie nur einen Kopf hat. Ich finde das ganz merkwürdig. Könnt ihr mir gerne mal sagen, wie ihr das so ein bisschen seht. Ja, wir treffen hier auf vier junge Frauen im London der 1840er Jahre. Wir treffen auf Annabelle, Lillian, Daisy und Evie? Ich glaube so. Und ja, bei den vier Frauen handelt es sich alle sozusagen um, ja, im Grunde um Mauerblümchen. Also dann eben das englische Wort Wallflowers. Und ja, alle drei sind mehr oder weniger auf der Suche nach einem Mann, haben jetzt verschiedenste Bälle mitgemacht, sind auch nicht zum ersten Mal in ihrer Debütantinnenphase mit dabei, aber sie sitzen immer so am Rande der Tanzfläche und möchten endlich heiraten, möchten einen Mann finden mit ganz unterschiedlichen Hintergründen und so schließen alle vier Frauen dann eben auch einen Pakt, sich gegenseitig zu helfen und fangen eben an mit unserer ersten Protagonistin mehr oder weniger der Geschichte und so wird dann in der Geschichte eben eine Frau nach der anderen beschrieben. Und es geht natürlich darum, auch so ein bisschen Probleme herauszufinden, was sind die eigenen, wie ist überhaupt die Zeit gegeben, passen die Frauen in diese Zeit, in der sie sozusagen auch unterwegs sind und ja, so soll eben auch einfach der passende Mann gefunden werden. Ich fand ja den Auftakt schon ein sehr spannender Einblick in die 1840er Jahre. Es wirkte wirklich historisch sehr gut recherchiert. Ich mochte die sympathischen Frauen. Ich fand die vier, so dieses Kleeblatt, super unterhaltsam und auch wie sie so miteinander agiert haben, richtig, richtig toll. Allerdings, und ich glaube, das ist wirklich so der große Kritikpunkt, wirken diese vier Frauen wahnsinnig modern und sie könnten auch heute im Café neben mir sitzen. Nicht immer sprachlich, weil sprachlich war es schon sehr locker und auch leicht. Auch die Witze der Frauen waren richtig gut gemacht, aber es wirkte mir einfach zu modern. Also wie gedacht wurde, wie gesprochen wurde und ich dachte mir, ja, ist das wirklich so, dass man vor 180 Jahren irgendwie so geredet hat? Ich weiß es irgendwie nicht. Fand ich ein bisschen schwierig, weil ich einfach so das Gefühl hatte, die Frauen könnten auch, wie gesagt, einfach mit mir an dem Tisch sitzen. Zudem fand ich es ein bisschen schwierig, dass an manchen Teilen schon so eine gewisse Länge in der Geschichte vorhanden war, obwohl sie jetzt gar nicht so lange von der Spielzeit war. Ja, das Hörbuch war gar nicht so lange und ich schweifte schon manchmal ein wenig ab, wo ich mich dann wirklich wieder so zurückbesinnen musste und sage, Steffi, du hörst jetzt ein Hörbuch, jetzt sei mal konzentriert. Das ist nicht immer das beste Zeichen, aber mich hat die Geschichte ja schon sehr gut unterhalten. Es war jetzt aber auch nichts groß Überraschendes dabei. Es war kurzweilig, es war locker, es war leicht. Es waren auch schon so ein paar wichtige Themen für die Zeit, einfach die dann auch erzählt wurden. Es war schon eine kurzweilige Unterhaltung, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, ich muss unbedingt weiterhören. Es war jetzt auch nichts, was mich komplett in den Bann gezogen hat. Hätte ich sehr gehofft. Aber ja, man kann nicht immer alles haben. Aber es war schön, ich habe es gerne gehört. Und wer gerne so für zwischendurch vielleicht tatsächlich mal so einen lockeren, leichten, historisch angelehnten Roman lesen oder hören möchte, ich glaube, der ist bei den Wallflowers auf jeden Fall auch gut untergebracht. Denn ja, so diese Mauerblümchen-Geschichte, das war schon sehr schön. Wobei man auch schon sagen muss, so gedanklich ist das schon sehr schwierig für die heutige Zeit zu sagen, so ich muss jetzt einen Mann finden, damit ich auch irgendwie komplett bin, dass ich meiner Aufgabe nachkomme. Also
Weiß nicht, ob das immer alles so erstrebenswert ist. Dann habe ich ein Buch gelesen mit der lieben Fabienne von Japan Connect. Ich verlinke ihren Kanal auf jeden Fall unten in der Infobox. Ja, es ist die Vegetarierin von Han Kang. Und lange Zeit war dieses Buch mal auf der Wunschliste, dann ist es runtergekommen. Letztens habe ich es dann eben irgendwo ertauscht und habe eben bei Fabienne gesehen, dass es ja ein literarisches Trio geben wird, was sich, ich glaube, auch rund um japanische Literatur oder asiatische Literatur drehen wird. Das war jetzt wahrscheinlich, wenn ihr das seht, war das auf jeden Fall auch schon, das war, glaube ich, Ende März zum Hangout. Und ich versuche dran zu denken, euch dann auch den Hangout-Link unten in die Infobox zu packen. Und für Fabienne war es ein Reread und ich habe sie einfach angesprochen, ob sie Lust hat, mich durch das Buch zu begleiten. Denn ich fand die Ausgangsposition schon sehr spannend. Wir sind hier ja in Südkorea und wir treffen eben auf eine Frau, die über Nacht beschließt, Vegetarierin zu werden. Und die Geschichte erzählt uns, oder so wurde es zumindest im Klappentext, sage ich mal, angedeutet. Die Geschichte zeigt uns nun eben, wie die verschiedenen Menschen in ihrem Umfeld das aufgenommen haben. Und da ist es tatsächlich eigentlich schon nicht so richtig korrekt, denn in der Geschichte geht es eigentlich nicht um eine Frau, die Vegetarierin wird, sondern um eine psychisch kranke Frau, deren eines Symptom oder ja im Grunde es dann tatsächlich ist, dass sie eben kein Fleisch mehr isst, was aber nichts mit dem Vegetariersein in irgendeiner Art und Weise zu tun hat, denn bei der Frau geht das psychisch irgendwann relativ weit, sodass sie jegliche Nahrung sogar ablehnt und eigentlich am liebsten ein Baum wäre und Photosynthese macht. Fand ich ein bisschen schwierig. Wir haben hier drei Perspektiven. Wir beginnen mit dem Mann, wir machen weiter mit dem Schwager und dann treffen wir auch noch die Schwester. Alle drei Stile sind sehr unterschiedlich. Das hat schon auch damit so ein bisschen was zu tun, dass wir nicht nur andere Perspektiven haben, andere Geschlechter haben, sondern auch die Personen ganz anders sind. Während der Mann sehr durchschnittlich ist, ein durchschnittliches Leben führt, seine Frau durchschnittlich hält, ist der Schwager so ein bisschen künstlerisch unterwegs und sucht eben so seine Muse und war eben auch bei verschiedenen Familientreffen, wo auch ein bisschen was eskaliert ist mit dabei. Und da treffen wir eben auch ein paar Jahre später oder Monate später die Schwester, der eben auch ein paar unschöne Dinge durch manche Dinge, die wir auch, wo wir live dabei sind, dann eben auch erlebt hat. Und die eben natürlich einen ganz anderen Bezug zu ihrer Schwester hat als der Mann und auch der Schwager. Und alle drei haben nun eben irgendwie ein Urteil gefällt über die Vegetarierin. Und ich fand das sehr schwierig. Also ich hätte es spannend gefunden, hier wirklich eine Vegetarierin zu haben, die, egal was ihre Überzeugung ist, da uns ihre Geschichte erzählt. Wir haben hier aber eine psychisch kranke Frau, was durch Traumata einfach was ausgelöst wurde und was dann eben irgendwie zur Folge hatte, dass sie kein Fleisch mehr isst. Und ich fand es wirklich erschreckend, wie ihr Umfeld darauf reagiert hat. Also ja, also ich kenne das ja selbst, dass das immer ein Aneckthema, nicht immer, dass das ja häufig ein Aneckthema ist, wenn man einfach schon in einer Runde sitzt, wo gegessen wird und einfach der einzige Mensch ist, der sozusagen kein Fleisch isst. Ohne dass man etwas sagt, ohne dass man es bespricht, wird über einen im Grunde geurteilt und dann gehen die Gespräche los und am Ende heißt es wieder, oh, die Veganerin, die musste uns ihre Meinung wieder irgendwie auflegen, was zu teilen gar nicht stimmt. Also ich rede hier auch nicht von meinen Familien oder Freundeskreis, aber man hat oftmals solche Begegnungen, wo man sich wirklich fragt, also ich habe nicht mit dem Thema angefangen und ich glaube schon, dass es sehr viele negative Gedanken über Menschen gibt, die kein Fleisch essen, ja, wie eben ich auch als Vegetarier, fast Veganer, auch eben nicht unbedingt positive Gedanken über Menschen haben, die Fleisch essen. Also es nimmt sich wahrscheinlich nicht sehr viel in der Gedankenwelt, wobei so wäre natürlich ein Roman tatsächlich auch mal spannend, aber das ist was anderes. Wir haben hier schon einen Fleischkonsum, der sehr in der Welt auch verankert ist, der gerade in Südkorea, und das hat dann auch Fabienne mir so ein bisschen im Austausch erzählt, dass das wirklich schon beim Frühstück anfängt, dass das wirklich ein Thema ist, dass das auch für den Wohlstand irgendwie steht. Und man merkt hier schon, wie sozialkritisch auch gegen Familienstrukturen vorgegangen wird, das Weltbild, das Frauenbild, das fand ich richtig, richtig gut. Ich mochte auch die verschiedenen Perspektiven, auch wenn ich die Perspektive um die Frau, die es eigentlich geht, auch gerne gelesen hätte. Aber ich war an so vielen Stellen einfach nur angeekelt, angewidert, ich war verwirrt, ich war schockiert und habe mich dann am Ende auch einfach immer wieder gefragt, was lese ich eigentlich hier? Also das war überhaupt nicht das, was ich ansatzweise erwartet habe, hier zu lesen, weil es eben nicht darum geht, dass eine Frau Vegetarierin wird und wie reagiert ihr Umfeld, sondern wir eine Frau mit einer psychischen Störung haben und da ganz merkwürdige Menschen
irgendwie darüber denken und ich mir denken würde, was interessiert mich eigentlich deine Meinung? Also jetzt bin ich bestimmt eine sehr selbstbestimmte Frau in einer westlichen Welt und kann machen fast, was ich möchte. Aber ich fand das manchmal sehr anstrengend, diese Wahrnehmung, die es hier gegeben hat, wie wichtig sich hier Mann und Schwager genommen haben. Und ich dachte, naja, davon träumt ihr wahrscheinlich. Zudem waren auch die männlichen Perspektiven nicht immer ganz so einfach für mich. Wobei ich schon sagen würde, die waren ganz gut getroffen. Also man kann sich vorstellen, dass Han Kang hier wirklich den Blick der Männer gut rübergebracht hat. Ich fand sie manchmal zu blumig, zu ausschweifend. Ich habe bei vielen Themen, die die Männer hier bewegt hat, so das Gefühl gehabt, naja, ob da ein Mann sich wirklich 5 Seiten lang Gedanken drüber macht. Ja, also mich konnte es leider nicht begeistern. Ich war schon sehr neugierig auf die jeweiligen Perspektiven. Wir hatten das eben auch in diese 3 Perspektiven aufgeteilt. Und ich würde vielleicht noch sagen, dass die angenehmste irgendwo die der Schwester war, weil man da auch einfach so Mitgefühl hatte und Empathie und ja, aber es war nicht mein Buch. Ich weiß auch nicht, ob ich von Han Kang nochmal was lesen werde, weil es hat mich jetzt nicht wirklich so gefesselt. Bin aber sehr gespannt auf den Hangout von der lieben Fabienne mit den anderen 2 Mädels, was da noch ein bisschen auch besprochen wird. Und ja, ich habe hier auch was markiert. Das Leben ist schon seltsam, denkt sie sich nach einem Lachanfall. Egal was passiert, selbst nach einem schrecklichen Ereignis, isst man, trinkt man, geht auf die Toilette, wäscht sich. Kurz, das Leben geht weiter. Manchmal amüsiert man sich sogar und da hat sie absolut recht gehabt. Das war was aus der Perspektive der Schwester. Also leider nicht das erwartete asiatische Highlight. Passiert manchmal eben auch einfach. Dann ging es weiter. Es ging Richtung Sylt, die Inseltierärztin von Stefanie Petersen, ihres Zeichens wohl auch bekannt aus einer Doku-Serie, die irgendwo im Fernsehen auch schon gezeigt wurde. Ich kannte sie nicht, ich weiß gar nicht mehr, wann ich über dieses Buch gestolpert bin. Ich glaube, Ertauscht oder Rebuy Minimops, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Und ja, Stefanie Petersen erzählt uns nun eben ihre Geschichte, ihren Werdegang zur Tierärztin, eben auf Sylt, den Schwierigkeiten im Studium als Frau in so einer Männerdomäne, die Geschichte ja im Grunde von ihrer Familie, von ihrem Elternhaus, über ihren Mann, wie er zum Ex-Mann wurde, der neue Partner, Kinder, wie man die im Grunde integrieren kann, wie das Leben auf Sylt ist, und das nimmt sie uns so ein bisschen mit. Sie wollte schon von Kindesbeinen an Tierärztin werden, sie wollte mit Tieren arbeiten und ihre Liebe zu einem Mann führt sie dann eben nach Sylt und hier hat sie jetzt eben auch 20 Jahre schon ihre eigene Praxis und sie erzählt eben auch von ihrem Werdegang, ihren Begegnungen mit Menschen, mit Tieren, Rettungsaktionen und natürlich auch den ein oder anderen traurigen Abschied, den es in der Tierwelt eben auch einfach mitgibt. Ich fand das Buch tatsächlich sehr unterhaltsam. Ich fand, es waren tolle Erzählungen dabei, die sie ausgewählt hat aus diesen über 20 Jahren. Ich fand es sehr kurz und knapp. Also sie hatte keinen sehr ausschweifenden Stil. Ich fand, so hat man doch einen ganz guten Einblick in die Arbeitswelt einer Tierärztin bekommen. Ich mochte ihren besonderen Humor, der an mancher Stelle schon so richtig durchgekommen ist und ich dann auch wirklich schmunzeln musste und dachte, ich kann mir das so lebhaft auch vorstellen, wie diese Situation war. Ich fand das sehr gelungen. Mir waren aber die Begegnungen und die Erzählungen an vielen Stellen einfach viel zu kurz. Also die Kapitel waren manchmal so schnell vorbei, wo ich einfach gerne tiefer eingetaucht hätte. Es ist natürlich locker, es ist leicht erzählt, ich mochte den Humor sehr gerne. Ich glaube auch, dass sich anders manche Berufe auch gar nicht ertragen lassen, als mit einer Spur Humor. Ich mochte auch diese sympathische Erzählperspektive, die sie eben eingenommen hat, sehr gerne, weil man da einfach gut auch mit reinkommt, mitfühlt und eben auch auf dem Werdegang so ein bisschen dabei sind. Aber es war mir an vielen Stellen zu kurz. Ich hätte mir bei manchen Begegnungen einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass mehr Emotionen aufkommt, mehr Gefühl, dass man ein bisschen mehr dabei ist. Das ja, war mir eben einfach ein bisschen wenig, aber sonst hat es mir sehr gut gefallen, war eine gute, kurzweilige Unterhaltung, ist jetzt auch kein sehr dickes Büchlein. Ich hätte mir einfach vielleicht eine Spur mehr erwartet, vielleicht auch ein bisschen mehr Unterschiede an den Menschen, die sie getroffen hat, an die Schrulligkeiten, die vielleicht gerade auch auf so einer Insel ist und auch als es so losging mit ihrem Studium und dieser Männerdomäne und als sie da eben auch gefragt wurde, was will sie da eigentlich als Frau, ich hätte mir da ein bisschen mehr gewünscht und nicht, dass es dann doch einfach ganz schnell geklappt hat und alles war
gut, weil ich glaube, das halt auch tatsächlich nicht. Aber vielleicht wollte sie uns mit dieser Vergangenheit auch gar nicht so lange irgendwie aufhalten. Alles in allem war es unterhaltsam. Es war ja gut erzählt. Es sind noch einige Bilder in der Mitte drin, wo wir verschiedene ihrer Tiere, Kollegen, Mitarbeiter und so weiter auch sehen. Und ja, das hat auf jeden Fall das Buch auch abgerundet. Und kommen wir zum letzten, jetzt beendeten Buch, bevor es dann wahrscheinlich nochmal mit ein, zwei weiteren Büchern weitergeht. An einem sitze ich ja schon und höre es sehr gut, aber ja, da natürlich am Ende sozusagen mehr. Ja, Time is Honey, vom klugen Umgang mit der Zeit, von Karl-Heinz und Jonas Geißler. Ein Buch, das mir mal irgendwann irgendwie über den Weg lief. Ich glaube, es hing definitiv auch an dem fleißigen Bienchen. Und es war hier ein Zitat im Klappentext zu finden: Wir haben nicht zu wenig Zeit, wir haben zu viel zu tun. Und auch hier hinten heißt es so schön: Wiederholen Sie nicht die Fehler der Zeitsparer. Zeit will gelebt, nicht gemanagt werden. Und das hat mich sehr angesprochen. Ich bin jetzt wahrscheinlich nicht jemand, der über zu wenig Zeit jammert. Ich glaube, grundsätzlich sagen wir alle, dass wir zu wenig Zeit haben. Aber ich glaube, ich bin da in schon ganz guten Bahnen, sodass ich schon das Gefühl habe, ich nutze meine Zeit auch gut und habe auch sehr selten das Gefühl, dass die Zeit dahin rennt oder ja, also von daher, das Gefühl habe ich eher selten, deswegen denke ich, dass ich da schon relativ viel für mich zumindest selbst mache. Dennoch war ich sehr gespannt, was mir die beiden Geißler so ein bisschen erzählen wollen. Beide verstehen sich auch eher als Berater der Zeit und versuchen eben hier Tipps zu geben, damit die Qualität der Zeit verbessert wird und nicht damit man irgendwas in der Zeit einspart. Es ist eben auch so ein bisschen ein achtsamer und auch einfühlsamer Blick auf die Zeit. Da geht es eben auch darum, Zeitfresser, ja, einfach zu erkennen und auch Zeitoptimierung einfach einzufordern. Und das machen sie mit sehr vielen Beispielen, die sie uns hier dann auch erzählen. Es ist kein klassischer Ratgeber, sondern es ist schon eher ein Buch mit vielen Tipps zur Optimierung der Tagesstruktur. Es wird auch viel zu anderen Ländern Vergleiche gezogen, wie da Zeit wahrgenommen wird, welchen Stellenwert diese hat. Es wird über Zeitmuster gesprochen und auch die Rhythmen so im Gleichgewicht, auch dann eben die zu Pausen und zu Langeweile gesetzt werden muss. Und das Buch ist auch richtig schön aufgebaut mit sehr vielen grafischen Dingen, die ich sehr gelungen fand. Auch die Beispiele sind immer so ein bisschen, also ich fand das auch wirklich von der Haptik, von der Optik, hat mir das sehr, sehr, sehr gut gefallen. Und hier eben auch, was überhaupt Uhren sind, dass es eben ja nur die Normen und Regeln der Uhrzeit sind und eine zeitliche Aufforderung sind und dass die Natur eben eigentlich doch ganz anders tickt. Also das optisch ist das auf jeden Fall sehr schön auch gemacht. Es ist definitiv schon ein anderer Blick auf das Thema Zeit, dass eben Zeit auch einfach ein Konstrukt ist. Es gibt sehr viele Sprüche, Weisheiten, ja, und auch eigene Einstellungen zur Zeit, zu der Zeitwahrnehmung. Es gibt aber, das fand ich tatsächlich sehr schade, es gibt wenig Argumente, es gibt wenig Stichhaltiges und es ist alles schon so ein bisschen gefühlt an vielen Stellen sehr oberflächlich. Sprachlich, aber auch hier für einen Ratgeber, der es eben ja eigentlich nicht ist, aber schon sehr locker und leicht, auch wenn ich einige Dinge, obwohl ich sie dann auch zweimal gelesen habe, dachte, ich verstehe aber immer noch nicht, was ihr mir jetzt eigentlich sagen wollt. Und ich glaube, da war dann so auch ein bisschen die Krux drin, dass die manchmal einfach beide zu viel wollten. Die Textgestaltung gefiel mir sehr gut. Ich mochte es eben auch so ein bisschen, wie die Beispiele eingebaut wurden. Aber ich hätte mir einfach mehr Ratgeber tatsächlich gewünscht. Die Überlegungen, die beide hier so ein bisschen anstellen, wirken zum Teil tatsächlich schon sehr clever, sind aber für mich auch oftmals nicht so richtig bis zum Ende gedacht und verlieren daher dann eben auch an Überzeugung, weil sie dann eben nicht für jeden umsetzbar sind. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Also klar, funktioniert nicht jeder Tipp oder Trick bei allen, aber manchmal kann man es eben auch gar nicht greifen, wie man es irgendwie umsetzt. Was mir sehr gut gefallen hat und was auch meinen Blick auf die Uhr, den Zeitmesser, ein wenig verändert hat, fand ich tatsächlich super interessant, wie uns das beeinflusst, wie wir uns auch beeinflussen lassen. Aber es ist halt dennoch etwas, was man nicht ignorieren kann. Ne? Also auch wenn hier oftmals aufgerufen wird, die Uhr zu ignorieren, das kann ich halt nur in Zeiten, wo ich ja einfach frei bin. Also in einem Urlaub, wo ich nichts zu tun habe, da kann ich mich natürlich ganz ohne Uhr fallen lassen, aufstehen, wann ich will, essen, wann ich will, Dinge tun, die ich will und wann ich sie will. Aber
in einem normalen Alltag ist das einfach schwierig. Und das fand ich ein bisschen schade, dass das eben hier nicht wirklich was für den Alltag ist oder für jeden ist. Oder dass schon manches nicht ganz so gedacht ist, dass man es auch umsetzen kann. Alles in allem aber auch gute, lockere Unterhaltung, auch ein gutes Buch mit eben dann doch dem einen oder anderen, was mir nicht ganz so gefallen hat. Es war eine sehr durchschnittliche Woche oder eineinhalb Wochen, je nachdem, ich weiß gar nicht, bei welchem Buch haben wir angefangen, Buch 6. Ja, es war ein bisschen doch vielleicht durchschnittliche 10 Tage, sagen wir mal so. Und ja, das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Aber alles in allem hat es mich gut unterhalten und mehr aber auch nicht. Ich nehme auch nicht sehr viel raus. Wie man sieht, ich habe auch keine Markierung gemacht. Lag vielleicht auch zu Teilen dran, dass ich das im Bett gelesen habe. Aber ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich hier irgendwie was markieren muss. Also ja, aber es ist manchmal, wie es einfach ist. Und ja, mal schauen, was die Steffi dann im Fortschritt jetzt noch gelesen hat. Mit dem 11. Buch kommen wir jetzt tatsächlich zu dem Flop-Buch. Und zwar ist es das neue Buch von Andreas Eschbach. Es ist Der schlauste Mann der Welt. Und ich habe mich so gefreut auf den neuen Eschbach. Ich habe noch nicht alle Bücher von Eschbach gelesen, aber einige meiner Lebenslese-Highlights sind von Andreas Eschbach. Egal, ob es das Jesus-Video ist, eine Billion Dollar, ob es verschiedenste andere Bücher sind, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe. Der König von Deutschland, glaube ich, war auch toll. Mit den Menschenflügeln, das fand ich ja auch nur so okay. Ich habe jetzt noch NSA so ein bisschen im Blick, ob das nicht mal so mein nächster Eschbach werden könnte. Aber ja, ich habe hier jetzt vielleicht nicht unbedingt ein Highlight erwartet, aber der Klappentext hat doch ein bisschen was Spannendes versprochen, weil ich diese Near-Future-Thriller, wie man das ja jetzt gerne bezeichnet, also Geschichten, die gar nicht so in weiter Zukunft stattfinden, beziehungsweise sie durchaus jetzt auch schon so passieren könnten, immer super finde. Ich mag sein Gedankenkonstrukt und dass eigentlich man denkt, es kann gar nicht sein, aber Eschbach schafft es doch, dass man denkt, naja, eigentlich vielleicht doch. Und das habe ich mir hier beim schlauesten Mann der Welt auch so ein bisschen gewünscht. Wir begleiten Jens, der so ein bisschen ein mittelmäßiger Typ ist, er auch ein mittelmäßiges Abitur schreibt und er unternimmt dann eine Reise nach Indien. Durch so ein bisschen merkwürdigere, besondere Umstände erhält er dann ein Zimmer in einem First-Class-Hotel, welches irgendwie über den anderen Geschäftsmann abgerechnet wird und da lässt er es sich doch sehr gut gehen. Er lässt auch alles auf diesen Geschäftsmann schreiben und ja, da denkt man schon das erste Mal, naja, ob das jetzt wirklich alles so okay ist, aber Jens ist natürlich dementsprechend noch ein bisschen jünger. Und ja, da denkt man noch, ja, da denkt er noch nicht über die Konsequenzen nach, das wird sich vielleicht irgendwie ändern. Ja, er beschließt dann allerdings so ein bisschen, dass das genau das Leben ist, wie er zukünftig leben möchte und er hat keine Lust auf Arbeiten und erzählt uns da auch ausgiebig, was da nicht so richtig prickelnd daran ist und ich denke mir so, ja, das erzählst du jetzt also all den Menschen, die da draußen arbeiten und schwer für das Geld für dieses Buch sozusagen bezahlt haben, aber das ist nochmal was anderes. Er ergaunert sich dann ein paar Jahre später war er glaube ich so Mitte 20, einige 30 Millionen Dollar. Als Putzkraft ist er da unterwegs und man denkt sich schon, also ob das jetzt alles so rechtens ist und in Ordnung ist, sei mal dahingestellt. Es ist gar nicht dahingestellt, es war schon wirklich ein Ergaunern. Und er lebt dann sein Leben als Weltenbummler. Nach über 30 Jahren ist er jetzt in Wien angekommen und erzählt uns sozusagen von seinem Leben, warum er nicht mehr lange zu leben hat, wie das Leben ausgesehen hat und ja, erzählt davon. Und das leider überhaupt nicht ausführlich, überhaupt nicht gut. Und ich frage mich wirklich, was ich hier eigentlich gelesen habe. Es wirkt, wie wenn es der erste Entwurf eines Buches ist, wie wenn man noch gar nicht an den Feinheiten gearbeitet hätte. Es ist für mich überhaupt kein Eschbach. Es kommt gar kein Gefühl irgendwie auf, dass man mitgeht, dass Spannung erzeugt wird, dass er hat absolut recht und ich fühle das, ich gehe da mit. Überhaupt nicht. Es ist total unrealistisch, es ist langweilig und es ist an manchen Stellen auch wirklich mehr als unlogisch. Und ich habe mich wirklich gefragt, hat dieses Buch, dieses Manuskript überhaupt jemand nochmal irgendwie gelesen? Und geht man mit Eschbach überhaupt nicht mehr kritisch um? Also ich mag Eschbach, ich fand ihn auch total sympathisch, als ich ihn mal auf der Leipziger Buchmesse getroffen habe. Also bitte nichts gegen Andreas Eschbach, aber alle anderen, die dieses Buch gelesen haben und nichts an Kritik scheinbar hatten, da frage ich mich, was ist das für ein Buch geworden? Es ist sprachlich sehr langweilig, es ist wirklich unspannend und es gibt auch
viele Situationen, wo ich immer dachte, das ist total konstruiert und unlogisch und Katzen, ja, sind gerade nicht so Best Buddies. Und da habe ich mich wirklich gefragt, wieso ist das keinem aufgefallen, dass das gar keinen Sinn macht, dass das so konstruiert wirkt. Und zudem ist es eben auch noch wahnsinnig oberflächlich. Also es ist jetzt keine Geschichte über diese Weltenbummlerei. Das ist irgendwie kein Wort für mich. Der Weltenbummler, ja. Und es geht ganz wenig um die Länder, gefühlt noch weniger um die Menschen. Menschen sind so Nebencharaktere, die erscheinen und sind auch wieder weg. Und da ist nichts Tiefgründiges, da ist nichts zum Nachdenken dabei, da ist nichts zum Lernen, zum Wissen dabei. Und zudem ist Jens einfach super unsympathisch. Also ich kenne viele unsympathische Charaktere. Jens, finde ich, gehörte auf jeden Fall in meine Top 5. Natürlich soll das so sein. Und natürlich soll uns dieser Mensch auch wahrscheinlich einfach so für viele andere Menschen stehen, die eben irgendwie zu Geld gekommen sind, was vielleicht nicht immer alles rechtens war. Ich meine, da kann man natürlich auch über viele Manager sprechen und so weiter, die eben auch mit ein bisschen merkwürdigen Dingen und Geschäften irgendwie ihr Geld verdient haben. Ich verstehe die Parallele schon. Aber dieser Egoismus, den Jens an den Tag legt, und ja, auch so sind viele Menschen, das fand ich wirklich schwer zu ertragen. Das muss ich wirklich sagen. Für mich hat diese ganze Geschichte, diese ganze Erzählung überhaupt keine Aussage. Es geht nur um Verschwendung und Egoismus. Und ich finde das überhaupt keine Message, ja, keine Aussage, die man in der heutigen Zeit irgendwie so treffen sollte. Es gibt keine Moral, es gibt keine Lebensweisheiten. Und das habe ich aber so lange gesucht. Also es ist jetzt kein dickes Buch gewesen, aber ich habe immer darauf gewartet, dass jetzt irgendwie noch die Wendung kommt, sonst hätte ich das Buch wahrscheinlich tatsächlich schon viel früher abgebrochen und es hätte vielleicht eher dann noch zu einem Abbruchbuch geführt als zu einem Flopbuch. Aber das ging für mich gar nicht. Also es war kein Eschbach-Gefühl, es war einfach, was hat man da eigentlich gelesen? Und das verstehe ich tatsächlich nicht. Und dass sowas tatsächlich verlegt wird. Und ja, jetzt steht Eschbach drauf und ich bin auch sehr dankbar für das Rezensionsexemplar. Aber ich hätte mich echt geärgert, wenn ich dafür Geld ausgegeben hätte. Also das muss ich leider einfach sagen. Ganz anders ist es dann mit dem nächsten Buch, der Auftakt einer fünfteiligen Reihe, wobei es wohl auch Novellen irgendwie gibt, und zwar Throne of Glass, Die Erwählte von Sarah J. Maas. Ja, die liebe Becky liegt mir schon Monate in den Ohren, dass diese Reihe großartig ist, dass ich sie unbedingt lesen oder hören soll. Und ich habe ja auch schon ein ganzes Weilchen den ersten Band auf dem Sub. Und jetzt wurde es einfach Zeit. Mir war nach Fantasy und ich merke einfach, dass ich da zu Hause bin und ich mich meistens wohlfühle. Ich glaube, das letzte Buch im Monat ist dann eher so Jugendfantasy, was nicht ganz so den Geschmack getroffen hat. Aber hier muss ich wirklich sagen, ich war sehr gespannt. Ich habe den Auftakt von dem Reich der Sieben Höfe, den habe ich, glaube ich, gelesen, fand ihn aber nur so, und war eigentlich mit Sarah J. Maas so ein bisschen durch. Aber wenn Becky schwärmt, ist da oftmals doch was dran. Und ich hatte das Hörbuch, was gesprochen wird, von Anna Vielhaben, eben auch schon auf dem Sub. Und dann war es jetzt einfach an der Zeit. Zur Sprecherin möchte ich sagen, dass ich Anna Vielhaben wirklich sehr gerne lausche, dass ich ihr gerne zugehört habe, dass sie der Protagonistin Selena wirklich eine tolle Stimme gibt. Und ich da überhaupt nichts zu meckern habe. Ja, wir sind im Lande Adalans. Und ich glaube, da hätte ein Buch so ein bisschen geholfen, dass man so eine Karte hat. Ich habe mir das im Internet mal angeguckt. Das ist definitiv eine Empfehlung bei einem Hörbuch, wo es irgendwie trotzdem Karten gibt, sich das mal anzuschauen. Und wir treffen dort auf die 16-jährige Assassinin Selena, die eigentlich zum Tode verurteilt ist und jetzt aber in einem Arbeitslager unterwegs ist und dort in den Salzminen sozusagen eigentlich auf das Ende wartet, bis eben ihre Kräfte schwinden. Und sie ist in den Salzminen von Endovia und wir erleben da so ein bisschen ihren Alltag nicht direkt, aber wir erfahren so ein bisschen, wie da die Zustände sind. Doch eines Tages taucht dann Kaol auf. Das ist der Kapitän der Leibgarde und er bietet ihr nun eine Chance an auf Begnadigung. Dafür muss sie den Kronprinzen von Adalyn im Grunde in einem Wettkampf, der wirklich tödlich ausgeht, im Grunde vertreten. Es wird 23 Gegner geben, die alle kampferprobt sind, stark sind, kräftig sind. Und sie soll jetzt eben die Vertretung vom Kronprinzen sein. Zudem soll sie dann eben auch, wenn das erfolgreich ist, Aufträge ausführen und könnte dann eben ihre Freiheit zurückerlangen und würde dann eben begnadigt werden und wäre dann irgendwann wieder auch in der Freiheit. Sie nimmt dieses Angebot an
und landet dann eben am Königshof und wird dort eben auch erstmal so ein bisschen betütelt. Hat mich tatsächlich so ein bisschen an Panem erinnert, aber das war noch zu Beginn. Und dann sind wir ein bisschen mit dabei, wie bei Selena, eben abwechselnd Gefühle für den Kapitän der Leibgarde und auch für den Kronprinzen erwachen. Jetzt bin ich, wie man weiß, ja kein großer Freund von Dreiecksgeschichten, aber dadurch, dass die Gefühle sehr oft nur so von Selena ausgingen, war das tatsächlich gar nicht mal so schlecht. Man merkt aber recht schnell, dass ja, dieses ganze Königreich, dieser Königshof, in diesem Schloss eben sehr viele Intrigen natürlich unterwegs sind und dass auch irgendetwas ja, Ungreifbares seinen Unfug treibt und da eben auch Menschen getötet werden. Ein sehr liebevoller und sympathischer Charakter ist dann Nehemia. Das ist eine Prinzessin, die sich sehr schnell, sehr gut mit Selena versteht und auch, was so die Sprachen angehen, die beide voneinander lernen. Und ach, ich habe sie sehr ins Herz geschlossen. Also wir haben hier Intrigen, wir haben hier was am Königshof und man könnte so weitläufig sagen, es ist so ein bisschen Game of Thrones für jüngere Zielgruppe, da es eben an Brutalität nicht so ganz an dieses ganze heftige Dark Fantasy herankommt. Es ist für mich ein toller Reihenauftakt, der mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat. Wir haben sehr bildhaft erzählende Fantasy. Ich mag diese Welt, ich mag die Charaktere, ich mag die Symbiosen, die sich dadurch ergeben haben. Ich fand Selena nicht immer ganz realistisch. Aber die Spannung wurde durchweg wirklich sehr, sehr gut gehalten. Zum Highlight hat mir ein bisschen was gefehlt, aber ich glaube, was wirklich hervortritt, ist der wunderbare Erzählstil von Sarah J. Maas, der wirklich sehr bildhaft ist, der einen eintauchen lässt, der einen mitnimmt, der uns wirklich an die Hand nimmt und uns in die Welt bringt. Wir können wunderbarst in diese Welt eintauchen. Auch dieses ganze Schlossleben, dieses am Königshof sein, fand ich richtig, richtig gut gemacht. Und ich mochte eben auch diese unterschiedlichen Kämpfer, die wir kennenlernen, dass wir da so ein bisschen einen Einblick bekommen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ich glaube, so mein größter Kritikpunkt ist ein bisschen Selena. Und ich weiß, dass die viele ja gar nicht mögen. So weit würde ich gar nicht gehen. Ich fand sie nur sehr speziell. Und ich kann sie mir als Assassinin nicht vorstellen. Sie ist 17 Jahre, sie ist zum Teil, ich weiß auch nicht, sehr naiv, sehr plump, überhaupt nicht irgendwie so, dass sie eine Denkweise hat, dass sie hier irgendwas ausspioniert, austrickst oder irgendwie überzeugt. Sie wirkt einfach viel zu jung, um so skrupellos zu sein. Es gibt für mich überhaupt keine Erklärung, wie sie als Assassinin so bekannt geworden sein soll, damit sie hier die furchterregendste im Lande gewesen sein soll. Wenn ich an eine, und ja, Vergleiche sind immer schwierig, aber wenn ich an eine Mia Covere denke, aus Nevernight von Jay Kristoff, der habe ich trotz ihres jungen Alters total abgenommen, dass sie rachsüchtig ist, dass sie Kraft hat, dass sie den Krebs hat und dass sie einfach überhaupt ja alle guten Vorsätze über Bord geworfen hat und einfach auf Morden aus ist. Das habe ich ihr total abgekauft, das war total realistisch. Bei Selena, zumindest im ersten Teil, sehe ich diese Assassinin noch nicht. Das fand ich tatsächlich ein bisschen schade, weil ich schon einige Charakterschwächen festgestellt habe, wo ich denke, ah, wenn du so zögerlich bist und dich so reinlegen lässt, ah, was bist du für eine Assassinin? Das darf ihr einfach nicht passieren. Zudem, ja, so mancher Konflikt war auch ein bisschen konstruiert und passte für mich manchmal nicht so ganz in den Erzählstil, hält aber natürlich ein bisschen die Spannung trotzdem hoch. Es hat mich an mancher Stelle doch an Panem erinnert. Also gerade, ja, auch Selena und Katniss, wobei selbst Katniss eigentlich viel abgebrühter war, als es Selena in vielen Situationen war. Aber so ein bisschen, ja. Und das sind auch, glaube ich, so meine Kritikpunkte, weswegen es kein Highlight wurde. Denn die Dreiecksgeschichte hat mich tatsächlich weniger gestört, als ich erwartet habe, da die Romantik eher so im Hintergrund geblieben ist und auch die Gefühle von Selena nicht so im Vordergrund waren. Man hat immer mal gespürt und natürlich erzählt bekommen, wie ihre Gefühle so schwanken. Aber es war nicht so viel, es war gut eingebaut und ich fand halt beide Männer auch nicht ganz realistisch, weil die natürlich auch noch sehr jung sind, um hier, also für den Kronprinzen, okay, der kann natürlich jung sein, aber als Kapitän der Leibgarde, da erwarte ich einen erfahrenen Mann und da bekomme ich irgendwie so einen 20-jährigen,
Jungspund, der wenig Kampferfahrung hat und der soll jetzt den Kronprinzen beschützen. Also es sind so manche Dinge, die für mich nicht ganz ausgekoren sind, aber ich hatte Spaß, es war spannend, es ist eine tolle Welt. Ich fand das drumherum wirklich richtig, richtig gut gemacht und ich möchte da unbedingt weiterhören. Also Band 2 wird auf jeden Fall auch gehört und ich weiß, dass man dann zwischen 2 und 3 irgendwelche Novellen lesen oder auch hören sollte. Das hat mir Becky schon mal mitgegeben. Ich werde mich darauf einlassen und nachdem es ja heißt, ab Band 2 wird es großartig, das erwarte ich dann tatsächlich einfach auch. Und das letzte Buch, war jetzt einfach mal Zeit für Drachen. Ich war im Fantasy-Modus. Ist immer ein bisschen schwierig, 2 Fantasy-Geschichten so nebeneinander zu hören, zu lesen. Aber ich dachte mir, beim Drachenflüsterer von Boris Koch sollte das gar nicht so schlimm sein. Mir war vor einiger Zeit mal nach Drachen und ich weiß gar nicht, bei irgendeiner YouTuberin habe ich dann dieses Büchlein gesehen. Das ist der Auftakt einer 5-teiligen Reihe. Und wir haben hier aber eher Jugendfantasy, das muss man ganz klar sagen. Wir treffen auf den 15-jährigen Ben, der als Waisenkind in einem Heim lebt, in so einem ganz langweiligen Dorf, wo gefühlt nichts passiert. Er ist dann aber irgendwann auf der Flucht, weil er beschuldigt wird, dass er einen Drachenreiter ermordet hat und er selbst aber eigentlich ein Drachenreiter sein möchte. Er trifft dann auch einen Drachen mit Flügeln, was sehr unüblich ist und entdeckt eben dann doch sein Talent, dass er irgendwie ein Drachenflüsterer sein kann. Diese Flüsterer verhelfen den vermeintlich verfluchten Drachen in dieser Welt weiter, um eben milder zu werden. Denn die Drachen in dieser Welt sind immer die Bösen, die Jungfrauen fressen und dann eben auch als verflucht gelten und denen dann eben auch die Flügel abgeschlagen werden, was sehr rabiat ist und mein Tierschutz- und Tierliebeherz wirklich sehr zum Bluten gebracht hat. Man muss hier aber schon sagen, dass einem relativ klar wird, dass nicht die Drachen die Bösen sind, denn die Jungfrauen werden von den Rittern an Pfähle gebunden, dass sie angelockt werden und dann wird den Drachen im Grunde unterstellt, dass sie ja diese Frau angegriffen haben, gefressen haben, angeknabbert haben, was auch immer, um sie dann eben im Grunde so zu verstümmeln. Also ich möchte das gleich klarstellen, dass ich, also so funktionieren Menschen, ne? Also das fand ich sehr realistisch und fand ich tatsächlich sehr gut, dass diese Tücke der Menschen sozusagen hier auch schon in dem Jugendbuch gezeigt wird. Mit den Drachen wird wirklich sehr schlimm zugegangen und Ben versucht jetzt eben so ein bisschen diesen Drachenflüsterer zu sein und hier eben ein bisschen die Wogen immer zu glätten. Es ist definitiv schon eine gute Jugend-Fantasy-Geschichte. Es ist ein guter Auftakt mit sympathischen Charakteren, die an mancher Stelle ein bisschen blass blieben, aber ich denke schon, dass Drachenfreunde hier definitiv auf ihre Kosten kommen. Ich fand hier diese ganze Mythologie um den Drachen richtig, richtig gut. Ich fand das toll dargestellt, toll gezeigt. Es wurde auch, was das Geschichtliche so angeht, sehr gut dargestellt und auch einfach so ein bisschen für dieses Jugendliche auch sehr gut angepasst. Es gibt manchmal Rezepte für gewisse Drachenteile, wie man die kochen kann. Das fand ich persönlich ein bisschen daneben, vor allem, weil wir ja hier über einen Drachenflüsterer lesen, der ja eigentlich einen gewissen Bezug zu diesem Tier hat. Und ich es dann so ein bisschen merkwürdig fand, warum jetzt darüber gesprochen wird, wie ich die esse. Verstehe ich nicht, aber ich verstehe da Menschen ja grundsätzlich nicht. Dementsprechend würde ich das jetzt meiner Tierliebe einfach so zuordnen. Und ja, dazu gehören dann eben auch mythologische Tiere wie Drachen. Man spürt hier, finde ich, auch sehr gut das Mittelalter, das eben auch so ein bisschen jugendlicher dargestellt wird. Man spürt, dass da einfach die Geschichte auch so ansässig ist. Es war wirklich sehr bildhaft beschrieben. Man ist gut in dieser Welt zurückgekommen. Der Stil ist für ein Jugendbuch wirklich gut gewählt, sehr locker, sehr flüssig. Es ist tatsächlich sehr einfach und überraschenderweise aber dann doch mit einiges an Sarkasmus gespickt, was mir oft in der Fantasy fehlt. Wofür ich ja Geralt von Riva immer sehr geliebt habe, der eben auch diesen feinen Sarkasmus immer hatte. Oder auch einen Tyrion Lannister, zumindest zu Beginn der Buchreihe. Ich fand das anfänglich hier auch ganz gut. Es wurde mir aber dann irgendwann doch ein bisschen viel und es ging mir dann am Ende sogar auf die Nerven, wo ich dachte, ja, jetzt habe ich den Witz auch irgendwie verstanden. Insgesamt ist das Buch aber dann doch schon ein bisschen kindlicher und auch kindischer und das, ja, störte mich dann tatsächlich so ein bisschen, weil die Erzählung dann doch ein bisschen auch zu Verwirrungen bei mir führte und ich da gern einfach mehr Input gehabt hätte. Vieles am Beginn, was da so ein bisschen passierte, war dann, also
es hat sich manchmal so ein bisschen im Kreis gedreht. Also man hatte das Gefühl, man kommt immer wieder an den gleichen Punkt, ohne dass was passiert ist. Und wir sind nicht so vorangekommen. Und da frage ich mich halt, ja, rechtfertigt das dann 5 Bücher? Hätte man nicht zwischendrin vielleicht einfach schon mal einen Kreis weniger gehabt und es wäre weitergegangen. Aber ja, die Charaktere bleiben ein bisschen blass, was natürlich daran liegen kann, dass es auch einfach ein Jugendbuch ist. Und man fieberte einfach so ein bisschen weniger mit. Also ich kenne mich da schon eher jemand, wenn gerade so eine Welt auch bildhaft ist, dass ich dann auch versuche, einen Bezug zu den Charakteren zu finden. Und das fand ich tatsächlich ein bisschen schade. Es fehlte auch so ein bisschen das Besondere, wobei ich dann immer denke, vielleicht habe ich auch einfach schon zu viel Fantasy gelesen. Und vielleicht ist auch Jugendfantasy nicht so mein Thema. Bin ich da auch einfach nicht die Zielgruppe? Richtet sich das wirklich vielleicht an Menschen, also an Jugendliche, die zum ersten, zweiten Mal vielleicht eine Fantasy-Geschichte auch irgendwie mit Drachen lesen? Wobei, wenn ich dann an Judy Kagawa denke, die hatte ja auch mal so eine Drachenreihe, Talon, ach, die war definitiv schon um einiges besser, muss ich sagen. Das Ende löst hier natürlich nicht alles auf. Es gibt einen zweiten Band und das macht natürlich auch Sinn, dass man einen großen roten Faden hat, aber natürlich so Art Episoden dann auch in diesem ersten Buch. Für mich war jetzt der erste Band aber nicht so überzeugend, dass ich weiterlesen werde. Das heißt, damit ist für mich die Reihe beendet und das Buch wird auch weiter wandern, obwohl das natürlich mit dem Auge hier schon, sieht schon richtig, richtig cool aus. Also ja, erinnert auch ein bisschen an das Auge vom Sauron, ne? Wie das so in dem Film dargestellt wird. Aber ja, es war okay und ich glaube, Jugendliche, die Fantasy für sich entdecken, ist das bestimmt auch eine Empfehlung. Für mich aber leider nicht. Also mich konnte es nicht ganz so abholen. Es war okay, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, aber so ein bisschen, ja, ich glaube einfach das, was dann halt die High Fantasy für erwachsenere Leser ausmacht, das hat hier einfach dann gefehlt. Was auch gar nicht schlimm ist, denn als Jugendbuch würde ich das absolut empfehlen, aber für Leute, die eben schon mehr in der Fantasy waren, ist das eher so. Ja, vielleicht für zwischendurch ganz schön, aber jetzt auch nichts, was man gelesen haben muss. Und das waren sie jetzt auch, die 13 Bücher des Märzes. Also ist doch ein bisschen was zusammengekommen. Und ja, ich habe ja neben den Flops natürlich auch einfach gute Bücher gelesen und freue mich, dass ich eben auch das ein oder andere Buch, wie dann zum Beispiel Throne of Glass, dass ich hier so eine Reihe jetzt vor mir habe, die mich hoffentlich auch weiterhin begeistern wird. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon. Ich bin sehr gespannt, was ihr im März gelesen habt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Was war vielleicht euer Highlight im März? Lasst mich das gerne wissen oder ob ihr auch eins der Bücher vielleicht gelesen habt. Auch darüber können wir uns natürlich dann super gerne austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.